Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei einem neuen YouTube-Video. Wir sind gerade in Zölln, wollen einen Bikepack-Check machen, aber das Problem ist, es gibt vielleicht direkt von Anfang an mal 0 von 5 Sternen. Wie könnte es anders sein? Weil die Essensversorgung hier nach Saisonende um 22.48 Uhr einfach eine Null ist. Es gibt nichts mehr zu essen, es gibt keinen Döner. Jetzt sind wir um 8 später die Sachen. Genau, jetzt geht's weiter mit dem Bikepack-Check. Und zwar sind wir heute in der Bike Republic Sölden. Es ist der letzte Tag der Saison. Nichtsdestotrotz, wir nutzen heute nochmal den Tag. 24, 25 Grad, warm sogar hier oben. Also Klimawandel kickt richtig rein. Trockene Strecken, alles staubig, richtig cool. War sie überhaupt dieses Jahr in der Bike Republic Sölden? Das würde mich mal interessieren. Ich war dieses Jahr bestimmt 7-8 Mal wieder da. Übrigens, Sölden, vielen Dank für den Support dieses Jahr. Mal wieder eine absolute Glanzleistung. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich hier sein darf. Und natürlich sind es wirklich no jokes, sonst würde ich ja nicht für Sölden fahren. Meine absoluten Lieblingsstrecken, weil man kann hier auf jeder Strecke Spaß haben. Es gibt Naturtrails, es gibt einen Ferner-Trail, alpine Trails, Jumplines, eine rote Leine, blaue Leine. Und ich glaube, in Zukunft kommen auch noch ein paar interessante Dinge dazu. Irgendwann mehr, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr Sölden feiert von 1 bis 10. 10 ist richtig krass. Wir wollten eigentlich heute den Bikepack-Check machen, dann dachte ich aber, hey, wäre auch mal cool, was anderes zu machen. Und zwar machen wir heute ein bisschen so ein, wie shreddet man eigentlich so eine blaue Strecke, weil Sölden ist ja so ein bisschen verrufen. Man sagt immer Murmelbahn dazu, aber wir schauen heute, was kann man alles auf einer blauen Strecke machen oder auf einer roten und senden ein paar Gaps, heizen das ein bisschen schneller und zeigen, wie man so eine blaue Strecke wie eine schwarze fahren kann und machen die Murmelbahn zu einer schwarzen Bowlingbahn. Wir probieren jetzt ein massives Gap. Wie ihr jetzt gesehen habt, Sölden ist wirklich für alle da. Eine blaue Strecke kann auch ein Fortgeschrittener fahren, kann eine Oma fahren, kann ein Profi fahren, je nachdem wie das können. Wie das Level, das Fahrlevel desjenigen ist, so kann man sich auch an die Strecke anpassen. Genau, super für Anfänger, aber auch für Profis. Und das ist halt das, warum ich Sölden feier, weil ich kann hier mit Kollegen hin, wo normal gut Fahrrad fahren, kann hier mit Profis her. Deswegen Sölden, place to be. Und jetzt geht's weiter mit harten Gaps. Das ist alles Mindset. Ich mindsette jetzt das in meinen Kopf und glaube, ich schaffe den Manual durch die Kurve und dann noch die Gerade. Und den mache ich jetzt. Auch mal an die Shape Crew, die gibt hier wirklich Vollgas. Auch jetzt ist dort Ende, reshapen die alles. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, vor allem bei so einer Streckenlänge. Richtig, richtig geil. Grüße gehen raus. Hier das Gap funktioniert. Runter geht, also muss ein bisschen schwindelfrei sein, was ich nicht bin, aber wenn man gerade ausschaut, geht's.
Bruder, aber mach gemütlich. Followcam Leon, Kameraman. Ja! Bruder, Alter! Ja! Bruder! Yes! Bang a run, Alter, bang a run. Stimmt's ab? Wolltest du lieber Leon vor der Kamera oder mich? Ich kann auch Kameramann sein, wenn ihr das wollt. Dann macht Leon jetzt Videos. Corby schneidet. Ich schneide. Grüße gehen raus, auch komplette Ehrenmänner, alle Green Hill Bike Park Leute und die Kooperation Green Hill Bike Park und Sölden ist einfach the dream. Allein hier kennen ganz, ganz viele nicht in Sölden. Ein bisschen versteckt, aber die ist richtig geil, wirklich. Also mein Fahrrad braucht auf jeden Fall mal wieder Service. Aber jetzt muss es halt noch einen Tag heute durchhalten. Perfekt, easy. Schöne Spitzkinder und Steepline. Also Leute, das war's mit dem Video. Wir haben euch heute mal gezeigt, wie man die Sölden Trails auch richtig shredden kann, wie man so eine blaue Strecke richtig hernimmt. Und wie gesagt, egal wie eure Könnenstufe ist, fahrt das Ding langsam, fahrt das Ding schnell, springt die Gaps, rollt sie ab. Ist halt echt geil in Sölden, dass alles möglich ist. Ich komme auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Sölden kriegt von mir 5 von 5 Sterne. Wie könnte es anders sein? Habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Bezüglich Kurven, die Braperei, ich kann das leider nicht mehr anders. Es ist halt, ist auch nicht schlimm. Da passiert der Kurve nichts. Es ist tausendmal schlimmer, die ganze Zeit durchzubremsen und zu Bremswellen verursachen, als wenn man jetzt da einmal ein bisschen nein hackt. Nein, probt. Ich habe mittlerweile die Cashcore, 2 Bar drin, also die Kommentare. Pressure Police könnt ihr euch auch sparen. Die Zeit ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Bikepark-Saison ist, glaube ich, jetzt vorbei. Vielleicht findet man da irgendeiner, der offen ist. Bis dahin, see you beim nächsten Video. Liebe geht raus.